Geheimnisse des Dritten Reichs. Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Enthüllungen über Hitlers Terrorchef. ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Knapp 1,70 groß, linkisch, furchtsam, eine völlig unbedeutende Erscheinung. So und ähnlich haben Zeitgenossen ihn beschrieben, Heinrich Himmler, dessen Wahlspruch notgedrungen hieß, mehr sein als scheinen. Die Natur, so schien es, gab dem mächtigen SS-Chef die perfekte Tarnung. Denn der höchst banal erscheinende Satrap war ein gefährlicher Fanatiker, der wahnhaften Visionen folgte und zugleich ein eiskalter Vollstrecker. Was von Himmler bleibt, ist die Verantwortung für den millionenfachen Mord. Ein Massenmord, bei dem der Paladin mehr als nur Befehlsempfänger war, wie einige Historiker vermuten. Heinrich Himmler hat den Holocaust selbsttätig radikalisiert. Unsere Autoren Friedrich Scherer und Ricarda Schlosshahn sind den neuesten Forschungen zu Himmler nachgegangen und haben Erstaunliches entdeckt. Schloss Schlawa im einst deutschen Niederschlesien, heute Polen. Bei Kriegsende 1945 stößt die vorrückende Rote Armee hier auf eine merkwürdige Hinterlassenschaft des Dritten Reiches. Im verlassenen Schloss der Grafen Haugwitz findet sie ein geheimes Depot des Sicherheitsdienstes der SS, Himmlers Geheimdienst. Ein polnischer Bibliothekar darf den Fund als erster untersuchen. Die Bücher und Akten enthalten nur ein Thema: Hexenprozesse. Akribisch sind Foltermethoden und die Art der Hinrichtung beschrieben. Der Finder steht vor einem Rätsel. Was bezweckte Himmler mit diesem Projekt? Jahrzehntelang bleibt diese Frage ungelöst. Die Akten des sogenannten Hexensonderauftrages des Reichsführers SS wandern in ein Archiv im nahegelegenen Poznan, dem früheren Posen. Hier versucht der polnische Geheimdienst, die rätselhaften Dokumente zu entschlüsseln. Teile werden an die Stasi weitergereicht. Ohne Ergebnis. Die bis heute größte Sammlung über Hexenverfolgung, zusammengetragen aus zahllosen Archiven. Der Fachwelt im geteilten Deutschland ist sie lange unbekannt. Der Hexensonderauftrag des dann späteren Reichssicherheitshauptamtes war geheim. Merkwürdigerweise, die Forscher traten an die Archive, mit denen sie ja zusammenarbeiten mussten, auf die sie angewiesen waren, unter harmlosen wissenschaftlichen Vorwänden heran. Welchen Zweck verfolgte Himmler mit seinem geheimen Hexenprojekt? Die okkulten Neigungen des SS-Chefs geben bis heute Rätsel auf. Verbrechen und Wahn. Bei Himmler scheinen sie kaum zu trennen. Waren sie nur zwei Seiten derselben Medaille? Sicher ist, die SS war für Himmler immer mehr als ein bloßes Machtinstrument. Er sah in ihr die Kerntruppe für eine neue Weltanschauung, einen Orden unter dem Totenkopf. Himmler hat ja versucht, aus verschiedenen Elementen so etwas wie einen SS-Kult zu schaffen. Er hat bestimmte Rituale erfunden, er hat quasi heilige Orte geschaffen, er hat bestimmte Symbole kreiert. Das Ganze hat etwas außerordentlich Makabres und Merkwürdiges an sich. Seit wir zusammen sind. In der SS ist Kult Pflicht. Ganz oben stehen germanische Riten. Zweimal im Jahr feiert die Truppe die Sonnenwende. Wir fühlen den Pulsschlag der Jahrtausende. Nie soll die heilige Flamme in uns verlöschen. Weihestunden mit pseudo-religiösem Zungenschlag. Sind hier auch Elemente eines Hexenkultes eingeflossen?
Oder ist dies ein geheimes Hexenzeichen, die sogenannte schwarze Sonne, eine Marmorinkrustation in der von Himmler umgebauten Wewelsburg bei Paderborn? Die genaue Bedeutung des stilisierten Sonnenrades ist umstritten. Sicher ist, in der SS sind germanische Symbole allgegenwärtig. Der Totenkopfring von Himmler persönlich verliehen. Auch er trägt germanische Runen. Ist hier die Verbindung zu seinem Hexenprojekt? Himmlers okkulte Neigungen. Sie beginnen in München nach dem Ersten Weltkrieg. Auf den Sturz der Monarchie folgt politisches Chaos. Linke und Rechte kämpfen um die Macht. Die alte Welt ist unwiederbringlich zerstört. Im Streit der Ideologien suchen manche nach Orientierung in längst vergangenen Zeiten. So auch der junge Heinrich Himmler, ein Student aus gutbürgerlicher katholischer Familie. Dieser Germanenkult hat eine ganz besondere Attraktivität, vor allem für junge Leute, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gehabt, weil die alte nationale Identität, so wie sie im Kaiserreich bestanden hatte, die war mit dem Ende des Krieges eigentlich zerstört. Und man begab sich nun auf der Suche nach den Wurzeln des Deutschtums. Und viele fanden solche Wurzeln in bestimmten Mythen, also etwa in dem Mythos, dass es in grauer Vorzeit einmal ein herrliches, großartiges germanisches Reich gegeben hätte und dass man nun daran gehen müsste, dieses germanische Reich wiederzubeleben. Vermeintlich uralte germanische Kultorte werden wiederentdeckt. Die rätselhaften Externsteine bei Paderborn. Himmler nimmt sie 1933 unter seine Obhut. Er macht die SS zum Zentrum des Germanenkultes im Dritten Reich. Besuch einer von der SS finanzierten Grabungsstätte. Himmler lässt nach Überresten der altgermanischen Kultur forschen. Er sucht nach archäologischen Beweisen für seinen Glauben. Für ihn ist das die historische Mission des Dritten Reiches. Der Nationalsozialismus müsse die Deutschen wieder zu ihrem wahren germanischen Wesen zurückführen. Einem Wesen, dem sie entfremdet wurden, schon vor langer Zeit, im frühen Mittelalter. Der Irrweg der Deutschen begann für Himmler mit der Zerstörung der germanischen Heiligtümer durch christliche Herrscher. Allen voran Karl der Große. Karls gewaltsame Bekehrung der heidnischen Sachsen ist für Himmler eine der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte. Zu Ehren der getöteten Sachsen lässt er über 4000 Findlinge aufstellen. Doch waren sie wirklich die letzten Märtyrer des germanischen Glaubens? Eine damals populäre Theorie behauptet anderes. Es war niemand Geringeres als die Brüder Grimm. Die Begründer der deutschen Sprachwissenschaft, die interessante These entwickelten, bei den alten Germanen habe es weise Frauen, Priesterinnen gegeben, die ein positives Pendant zu den Männern, zu den Kriegern dargestellt hätten. Und angeblich habe dann die Kirche diese weisen Frauen bekämpft und sie dann im Grunde als Hexen dann ausgegeben. Liegt hier der Grund für Himmlers Interesse an Hexen? Sah auch er in ihnen germanische Priesterinnen, die für ihren Glauben starben? Nur ein einziges Mal äußert sich Himmler öffentlich zu Hexen. Der Ort aber ist bezeichnend. Der Reichsbauerntag in Goslar, die Hochburg des Germanenkults im NS-Reich. Hier treffen sich im November 1935 die Wortführer der braunen Blut- und Bodenideologie. Einer der Hauptredner ist der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Die entscheidende Passage ist nur schriftlich überliefert. Wir sehen, wie die Scheiterhaufen aufloderten, auf denen nach ungezählten Zehntausenden die zermarterten und zerfetzten Leiber unserer Mütter und Mädchen, unseres Volkes, im Hexenprozess zu Asche brannten. Die Hexen waren für Himmler
germanische weise Frauen, die aber von der Kirche verteufelt wurden, eben als Hexen. Von der katholischen Kirche, die ja bekanntlich jüdische Wurzeln hat und die angeblich da die germanische Rasse und ihre biologische Grundlage, die gebärfreudigen Frauen, verfolgt habe. Eine These mit Sprengkraft. Um die germanische Religion auszumerzen, habe die Kirche einen Massenmord begangen. Das Christentum sei der Feind der germanischen Kultur und Rasse. Für Himmler folgt daraus, die Nationalsozialisten müssen die Kirche bekämpfen. Himmler glaubt sich damit in Übereinstimmung mit Hitler, doch der reagiert auf solche Äußerungen ungehalten. Es gibt eine Äußerung von Hitler aus den 30er Jahren, Himmler sollte doch mit dem kultischen Unfug aufhören. Der sogenannte Führer wusste sehr genau, dass es aus der Sicht des Regimes außerordentlich gefährlich war, die Partei in eine allzu aggressive Stellung gegenüber den Kirchen zu bringen. Das war aus seiner Sicht belastend für die Politik des Regimes und er hat sich die endgültige Auseinandersetzung mit den Kirchen, so wie er das intern nannte, für die Zeit nach dem Krieg vorbehalten. Himmler macht dennoch weiter, heimlich. Ab 1935 forscht der Sicherheitsdienst der SS in Bibliotheken und Archiven verdeckt nach Dokumenten zur Hexenverfolgung. Die Forscher erhalten gefälschte Ausweise. Himmler will Belastungsmaterial sammeln für die spätere Abrechnung mit der Kirche. Doch die Resultate sind nicht im Sinne des Auftraggebers. Auch den Wissenschaftlern im Hexensonderauftrag wurde klar, dass die meisten Hexenverfolgungen gar nicht im Mittelalter, vor allem nicht im Frühmittelalter, als noch die germanischen Stämme existierten, stattgefunden haben, sondern in der Frühneuzeit. Was ja auch schon ein Hinweis darauf ist, dass es nicht mehr gegen die germanische Religion gehen konnte, denn die gab es ja zu dieser Zeit überhaupt nicht mehr. Von solchen Fakten lässt sich Himmler nicht beirren. Er lässt weiter forschen. 1938 machen die Forscher einen ganz besonderen Fund. Sie stoßen in den Akten auf eine Margaret Himmler aus Markelsheim, als Hexe verbrannt am 4. April 1629. Sie sei möglicherweise eine Ahnfrau Himmlers. Bewiesen wird es nie. Ob Himmler selbst daran glaubte, ist nicht bekannt. Bis 1944 füllen die Forscher über 30.000 Karteibögen aus. Veröffentlicht wird nichts. Himmlers Germanenkult. Nur das harmlose Steckenpferd eines gefährlichen Mannes? Was hat Himmlers Karriere mehr bestimmt? Ehrgeiz oder Ideologie? Für seinen Biografen ist beides nicht zu trennen. Es wäre ganz falsch, ihn als jemanden zu sehen, der Gefangener seiner eigenen Ideologie gewesen wäre. Er war im Gegenteil stets in der Lage, fast immer in der Lage, Realpolitik, Machtpolitik mit Weltanschauung auf eine höchst effiziente Weise zu verbinden. Und die Frage, was am Anfang stand, seine machtpolitischen Ambitionen oder sein weltanschaulicher Fanatismus, das ist so eine Frage wie die nach dem Huhn und dem Ei. 1929 ist Himmler noch ein kleines Licht in der Partei. Die von ihm geführte Schutzstaffel, abgekürzt SS, hat deutschlandweit rund 1.000 Mann. Sie dient als persönliche Leibgarde für Hitler und andere prominente Parteiredner. Doch der 29-Jährige hat ehrgeizige Pläne. Seine Truppe soll etwas ganz Besonderes werden. Die Garde der Partei. Härter, gehorsamer, opferbereiter als der Rest. Parolen, die verfangen. Bis Oktober 1931 schwillt die SS von 1.000 auf 10.000 Mann an. Ihr strömen vor allem Männer aus sogenannten besseren Kreisen zu.
Himmlers schwarze Truppe gilt als schicker im Vergleich zum braunen Massenheer der SA. Psychologisch betrachtet, was am meisten verfängt, ist wahrscheinlich der Reiz, zu einer Elite zu gehören. Also man gehört zu den Besten, den Härtesten, denen, die am meisten aushalten, denen, die am meisten Auswahlkriterien haben erfüllen müssen, diejenigen, die auch im Privatleben bestimmten Normen unterliegen. Ja? Das war ja auch immer Himmlers Vorstellung, dass es eine elitäre Truppe ist, die SS, und nicht so ist wie die in seiner Sicht durchschnittlichen Wehrmachtsangehörigen. Eine Elite, die zu allem bereit ist. Nach der Machtergreifung wird Himmler im März 1933 Polizeichef in München. Das bescheidene Amt wird zum Sprungbrett einer rasanten Karriere. Seine erste Maßnahme, die Errichtung des Konzentrationslagers Dachau. Die SS wird Hilfspolizei. Kritiker des neuen Regimes werden hier in sogenannte Schutzhaft genommen, ohne Richter, ohne Prozess, für unbestimmte Zeit. Der Willkür der SS ausgeliefert. Dachau wird zum Muster des Terrorstaates, zum Vorbild zahlloser Konzentrationslager. Politische Gegner verdienen in Himmlers Augen kein Pardon. Er hatte schon eine gewisse Neigung zum Sadismus. Aber ich glaube, was noch viel stärker ausgeprägt war, war seine Überzeugung, dass das alles sein musste. Dass er damit seine Pflicht erfüllt hat. Manchmal muss man eben hart sein und hart durchgreifen. Und das ist etwas, was er nicht nur gegenüber seinen Gegnern praktiziert hat, sondern auch gegenüber seinen Nächsten, gegenüber seinen SS-Männern. Himmlers straff organisierter Terror macht Eindruck. Überall in Deutschland machen ihn die neuen braunen Länderchefs zum Leiter ihrer politischen Polizei. Nach Bayern folgen Ende 33 Württemberg, Baden und die anderen deutschen Mittelstaaten, zuletzt Preußen und das kleine Lippe. Im Juni 1934 befehligt Himmler die politische Polizei in ganz Deutschland. Beim Reichsparteitag im Herbst 34, nur 1,5 Jahre nach der Machtergreifung, gehört Himmler bereits zu den mächtigsten Männern des Regimes. Seine SS zählt jetzt über 200.000 Mann. Ein Aufstieg, der undenkbar wäre ohne Förderung durch den Mann an der Spitze. Der verfügt, Himmler erhält den Befehl über die gesamte deutsche Polizei. Und die SS ist nur noch ihm, Hitler, direkt unterstellt. Aus Hitlers Sicht versprach Himmler absolute Sicherheit für sein Regime. Und diese Sicherheit, das war nicht nur eine Sicherheit nach Recht und Gesetz, sondern das war vor allen Dingen ein Terrorsystem. Es war ja gerade diese Unberechenbarkeit, die Gegner des Regimes oder potenzielle Gegner des Regimes oder bloße Witzeerzähler oder Nörgler, die sie immer in der Unsicherheit ließ, ob nicht der Apparat irgendwann gegen sie zuschlagen könnte. Und dieses Element der Unberechenbarkeit, das Himmler sozusagen als Sicherheitskonzept an Hitler verkaufte, das hat dem Diktator natürlich außergewöhnlich gut zugesagt. Himmler umgibt jetzt die Aura des Unheimlichen. Der Terrorchef wird gefürchtet, selbst von Parteifreunden. Denn seine SS forscht in ihre intimsten Bereiche. Sein eigenes Privatleben aber hütet Himmler peinlich genau. Was kaum einer ahnt, der Reichsführer SS erhält regelmäßig Briefe von einer jungen Frau. Unterschrieben mit den Worten, vergiss mich nicht. Statt des Namens nur ein germanisches Schriftzeichen, die Hagal-Rune. Sie steht für das Allumfassende und findet sich auch auf Himmlers Totenkopfring. Ist sie das Zeichen für ein heimliches Verhältnis im germanischen Geiste? Heinrich Himmler und die Frauen. Ein schwieriges Kapitel. Himmler ist ein Spätzünder. Während die Jugend der 20er Jahre in eine neue Freiheit drängt, sieht sich Himmler als politisch bedingter Single,
als einsamer Landsknecht. Mir der Kampf, schreibt er in sein Tagebuch. Er hat sich während der Studentenzeit sehr früh schon ein striktes Zölibat verordnet für die Zeit bis zur Eheschließung. Und es spricht ziemlich viel dafür, dass er, bevor er seine Frau kennengelernt hat, tatsächlich wohl keine sexuellen Kontakte zu Frauen hatte. Also er hatte da, ich denke, dass dieses Konstrukt, wie das theoretisch zu sein hatte, seine Beziehung zu Frauen auch ganz viel mit Unsicherheit zu tun hatte. Also dass er einfach auch nicht wusste, wie er mit denen umgehen sollte oder wie er sich ihnen gegenüber verhalten sollte. Erst Margarete Boden, eine 7 Jahre ältere Krankenschwester, bekehrt den einsamen Landsknecht. 1928 heiraten die beiden und bekommen eine Tochter, Gudrun. Sie bleibt das einzige Kind der beiden. Himmlers Erfolg macht sich bezahlt. 1934 bezieht er mit seiner Familie ein Haus im schicken Berliner Vorort Dahlem. Donenstieg. Margarete Himmler genießt den neuen Status ihres Mannes. Finanzielle Sorgen sind jetzt passé. Doch ganz glücklich ist sie nicht, wie ihr privates Tagebuch verrät. Aus ihren Tagebüchern ist das schon deutlich abzulesen und aus den Briefen, dass sie offensichtlich sehr mürrisch und sehr launisch sein konnte und sehr eher negativ, eher pessimistisch eingestellt war, sehr pessimistisch gegenüber dem Leben im Allgemeinen. Über die Verbrechen ihres Mannes verliert sie im Tagebuch kein Wort. Stattdessen Klagen einer vernachlässigten Frau. Trotz dem Glück der Ehe habe ich doch viel, was die Ehe betrifft, entbehren müssen. Denn Heinrich ist fast nie da und kennt nur Arbeit. Also sie hätte immer ganz gerne gehabt, dass ihr Mann regelmäßig abends von der Arbeit nach Hause kommt. Und das war eben ganz oft nicht so über viele Jahre. Oder eigentlich anscheinend während der gesamten Ehe nicht. Zu dieser Zeit tritt eine neue Frau in Himmlers Leben ein. Anfang 1937 fängt die 26-jährige Kaufmannstochter Hedwig Potthast als Privatsekretärin bei Himmler an. Rein äußerlich hatte sie ganz klar den Altersvorteil. Sie scheint sehr hübsch gewesen zu sein. Sie war 12 Jahre jünger als Heinrich Himmler, sprich 17 Jahre jünger als Marga Himmler. Sie war vom Typ her einfach auch ein ganz anderer Mensch. Die klassische Geschichte, der Chef und seine Sekretärin. Nur Himmlers engste Umgebung ist eingeweiht. Seine Frau erfährt erst Jahre später davon. Von Hedwig Potthast war lange Zeit nicht einmal ein Gesicht bekannt. Erst jetzt sind Fotos aufgetaucht und ein Brief an ihre Schwester. In ihm berichtet sie auch über ihre Affäre mit Himmler. Weihnachten 1938. Du erinnerst dich, dass ich damals ziemlich am Ende meiner Kräfte nach Hause kam. Hat es zwischen mir und ihm eine Aussprache gegeben, in der wir uns gestanden, dass wir uns unrettbar lieben. Das feste Liebe bringt ihr kein ungetrübtes Glück. Eine Scheidung kommt für Himmler nicht in Frage. Er sieht eine andere, zeitgemäße Lösung. Er hat versucht, die Idee einer Zweitehe in der SS regelrecht zu propagieren. Er meinte, dass es für einen germanischen Mann, so wie er sich sah, durchaus angemessen war, wenn die erste Frau, zumal sie älter war, in einem gewissen Alter, ein gewisses Alter erreicht hatte, dass er sich dann einer Jüngeren zuwenden durfte. Und er hat genau dieses Rezept auch innerhalb der SS propagiert. Ideologie und persönliches Interesse. Bei Himmler gehen sie Hand in Hand. In der SS will er eine rassische Elite hochzüchten. Nur wer über 1,70 Meter groß ist und nordisch aussieht, soll aufgenommen werden. Und nicht nur die Männer werden überprüft. Auch ihre Frauen sollen dem nordischen Ideal entsprechen. Vor der Heirat lässt sich Himmler Fotos der Kandidatinnen vorlegen. Wer gegen seinen Willen heiratet, wird aus der SS verstoßen. Der SS-Zuchtmeister hat Sorgen. Seine Männer produzieren ihm zu wenig Nachwuchs. Germanische Sonnenwendfeiern sollen helfen.
Hier könnten junge SS-Männer ungezwungen Partnerinnen finden, glaubt Himmler. Noch verkündet er solche Thesen nur vertraulich. Erst im Herbst 1939 gibt er seine Zurückhaltung auf. Beim Überfall auf Polen sind auch Einheiten der neuen Waffen-SS dabei. Aus der Sicht des selbsternannten Rassezüchters ist der Krieg kontraproduktiv. Denn hier fallen die Tapfersten, die Besten, die Elite zuerst, meint Himmler. Im Oktober 1939 entschließt er sich daher zu einem spektakulären Schritt. An alle Einheiten der SSer geht der sogenannte Zeugungserlass. Im Angesicht des Todes sollen die SS-Männer dringend für Nachwuchs sorgen. Für deutsche Frauen könne es jetzt auch außerhalb der Ehe eine hohe Aufgabe sein, Mütter der Kinder ins Feld ziehender Soldaten zu werden. Ein Frontalangriff auf die bürgerliche Moral. Dieser sogenannte Zeugungserlass, Himmlers, wie man ihn dann nannte, stieß im Offizierskorps auf sehr große Ablehnung. Es wurde der Eindruck erweckt, als habe Himmler in diesem Befehl die Soldaten aufgefordert, ganz systematisch ihre Ehefrauen zu betrügen. Und er wurde gezwungen, in einer öffentlichen Erklärung diesen Erlass richtigzustellen. Die bürgerliche Moral siegt über Himmlers Ideologie. Der scheinbar allmächtige SS-Chef muss seinen Befehl öffentlich zurückziehen. Eine peinliche Schlappe. Nur privat kann Himmler seine Zuchtfantasien umsetzen. Er sorgt nun selbst für außerehelichen Nachwuchs. Ganz diskret. In der Klinik Hohenliechen, einem Sanatorium für NS-Prominente nördlich von Berlin, bringt Hedwig Potthast im Februar 1942 einen Sohn zur Welt. Helge Potthast. Das einzig bekannte Foto von Himmlers Sohn. In der Geburtsurkunde bleibt der Name des Vaters frei. Erst zwei Jahre später bekennt Himmler sich offiziell zu seinem Sohn und einer weiteren Tochter. Seine geheime Zweitfamilie bringt Himmler in einem abgelegenen Forsthaus unter. Für Hedwig Potthast der Preis für ein verheimlichtes Verhältnis. Die meiste Zeit saß sie da mit diesen zwei kleinen Kindern irgendwo alleine, irgendwo in einer verlassenen Gegend, hatte ab und zu mal Kontakt zu jemandem, der zu Besuch vorbeikam, oder sie hat mal jemanden besucht, aber ansonsten hat sie sehr wenig Kontakt gehabt und ihn ganz offensichtlich ganz selten gesehen. Ich denke, dass das für sie eigentlich nur deswegen auszuhalten war oder akzeptabel war, weil sie auch so stark von dieser Idee überzeugt war, dass es wichtig sei, Kinder zu bekommen um jeden Preis für dieses System. Ja. Hedwigs Familie ist entsetzt. Nicht über den Mann an ihrer Seite, sondern über die uneheliche Beziehung. Ihren Job als Sekretärin muss die junge Mutter aufgeben. Himmler sieht sie nur gelegentlich. Ihre Briefe an ihn unterschreibt Hedwig Potthast ab jetzt mit germanischer Rune. Sie dient nicht nur der Geheimhaltung, sie ist auch ein Zeichen ihrer ideellen Verbundenheit. Ihr Geliebter will in diesen Jahren die Welt neu ordnen. Hier soll ihr geistiges Zentrum entstehen, die Wewelsburg bei Paderborn. Mit dem alten Renaissanceschloss der Fürstbischöfe von Paderborn hat Himmler große Pläne. Das angrenzende Dorf soll einem riesigen SS-Komplex Platz machen. Ein Versammlungsort für die höchsten Führer der SS, die sogenannten Gruppenführer. Und nicht nur die Wewelsburg, auch die Macht der SS soll jetzt gigantisch ausgebaut werden. Zu diesem Zweck beruft Himmler im Juni 1941 seine wichtigsten Männer auf die Burg. Er will sie auf einen Plan einschwören, der alle bisherigen weit übertrifft.
Der Ort der geheimen Zusammenkunft ist von Himmler mit Bedacht gewählt. Die Wewelsburg soll für ihn ein Hort der noch zu schaffenden SS-Tradition werden. Unter dem Gruppenführersaal entsteht gerade die sogenannte Gruft. Hier soll einmal eine ewige Flamme für verstorbene SS-Führer brennen. Doch vorher scheint noch einiges zu tun. Der Sinn dieses Treffens scheint darin bestanden zu haben, eine größere Gruppe von höheren SS-Führern auf den besonderen Charakter der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion einzuschwören. Ihnen also deutlich zu machen, dass es sich um einen Vernichtungskrieg handeln würde, um einen Krieg um Leben und Tod. Und es ist dabei offenbar die Zahl von 30 Millionen Opfern genannt worden, die dieser Konflikt auf der anderen Seite kosten würde. Himmlers Wahn von einem neuen Reich der Germanen. Jetzt soll er schreckliche Realität werden, in gigantischen Dimensionen. Im Sinne Hitlers plant Himmler jetzt ein großgermanisches Imperium. Es soll reichen von der Nordsee bis ans Kaspische Meer. Vorerst. Am 22. Juni 1941 beginnt die Umsetzung. Die deutsche Wehrmacht überfällt die Sowjetunion. Ein Vernichtungskrieg. Hakenkreuzzug gegen Bolschewismus und Judentum. Hinter der Front beginnen Einheiten der SS sofort mit der Jagd auf Menschen. Wer als Gegner der deutschen Herrschaft gilt, soll eliminiert werden. Die Opfer sind vor allem Juden. Erst sind es nur die Männer, die im Sommer 41 erschossen werden, bald auch Frauen und Kinder. Der Übergang zum allgemeinen Mord an allen Juden im Herbst 41 bezeichnet den Beginn des Holocaust. Doch wer gab den Befehl dafür? Und wann gab er ihn? Seit Jahrzehnten sucht die Forschung nach einem Befehl Hitlers für den Holocaust. Bislang vergeblich. Der Historiker Peter Longerich hat dafür eine Erklärung. Er hat Himmlers Tätigkeit in den entscheidenden Monaten genau rekonstruiert. Aufgefallen ist mir, dass Himmler im Sommer und Frühherbst 1941 eine außerordentlich rege Reisetätigkeit in die neu besetzten Ostgebiete entfaltet hat. Und es ist sehr auffällig, dass immer dann oder fast immer dann, wenn er an einem Ort erschienen ist, die Zahl der anschließend erschossenen Opfer, vor allen Dingen Juden, sprunghaft angestiegen ist. Beispiel 1. Am 31. Juli besucht Himmler das Einsatzkommando 3 in Riga, Litauen. Kurz darauf steigt laut SS-Bericht die Zahl der Morde in der Umgebung sprunghaft an. Auch jüdische Frauen und Kinder, bislang verschont, werden jetzt erschossen. Beispiel 2, Krivoj Rog. Die SS-Einheit in der ukrainischen Stadt hat bis Oktober 41 noch keine jüdischen Frauen und Kinder ermordet. Kurz nach Himmlers Besuch am 4. Oktober kommt es zu einem Massaker. Am 20. Oktober wird Krivoj Rog judenfrei gemeldet. Himmler ist der Mann, der die Einsatzgruppen und die anderen Mordkommandos der SS dazu angehalten hat, die Exekutionen, die seit Beginn des Krieges an der Tagesordnung waren, Exekutionen vorwiegend von jüdischen Männern, nun auszudehnen auf die gesamte jüdische Zivilbevölkerung in der Sowjetunion, sodass nicht Tausende und Zehntausende, sondern Hunderttausende von Menschen im Laufe der zweiten Jahreshälfte 1941 erschossen wurden. War es also Himmler, der den Holocaust befahl? Longerich sagt nein. An der Gesamtverantwortung Hitlers für die Ermordung der Juden ist nicht zu zweifeln. Ohne Hitlers Zustimmung hätte Himmler dies nicht gewagt. Aber hat er den Wunsch des Diktators vielleicht selbsttätig vorweggenommen? In einer geheimen Rede von 1943 spricht Himmler eindeutig in Ich-Form. Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten und die Rächer in Gestalt der Kinder groß werden zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es scheint so zu sein, dass er sich
durch entsprechende Signale, die er durch Hitler bekommen hat, ermächtigt fühlte, diesen Schritt in eigener Verantwortung zu übernehmen. Natürlich waren sie sich in dem Endziel, nämlich in der Vernichtung der europäischen Juden, vollkommen einig. Nur das System funktionierte so, dass Hitler eher allgemeine Weisungen, Signale ausgab und dann darauf wartete, wer von seinem Führungspersonal der Erste war, der diese Signale aufgriff und mit einem konkreten Programm aufwartete. Doch warum griff Himmler die Signale so bereitwillig auf? Aus Verblendung oder Ehrgeiz? Laut Longerich aus beidem. Der Mord an den Juden ist für Himmler Mittel zum Zweck. Er will einer der maßgeblichen Schöpfer des neuen Großgermanischen Reiches sein. Himmler versuchte mit der Ausdehnung der Morde an den Juden in der Sowjetunion, sich als der Mann zu empfehlen, der in der Lage sein würde, diesen gesamten zu erobernden Ostraum wirklich zu beherrschen, ihn im Nazi-Jargon rassisch neu zu gestalten. Das heißt, aus seiner Sicht war die Ermordung der Juden nur der erste Schritt in einer ganzen Säge von Mordprogrammen, die den Tod von mehreren Millionen von Menschen, zig Millionen von Menschen zur Folge gehabt hätte. Die Ermordung der sowjetischen Juden ist nur der Anfang des Schreckens. Ab Ende 1941 arbeitet Himmler an der sogenannten Endlösung der Judenfrage für ganz Europa. Aus allen von Deutschland besetzten Gebieten werden jüdische Männer, Frauen und Kinder nach Osten deportiert. Am Ende stehen SS-Mordfabriken wie Auschwitz. Über 1 Million Menschen werden allein hier vergast und verbrannt. Insgesamt fallen 6 Millionen Juden diesem Rassenwahn zum Opfer. Das Werk eines Wahnsinnigen? Wie kann man mit einer solchen Schuld leben? Menschen, die ganz ungewöhnlich grauenvolle Dinge getan haben, ist die Verlockung sehr groß, zu glauben, sie haben das getan, weil sie in irgendeiner Weise psychisch gestört sind. Aber das ist eine historische Mission. Und innerhalb dieses Weltbildes handelt er ja nicht irrational oder pathologisch. Innerhalb dieses Weltbildes handelt er vollkommen rational. Und genau deswegen haben solche Typen auch keine Schwierigkeit, das gewissermaßen logisch auszubuchstabieren, was das Programm ist. Das macht dann nicht Halt vor etwas, was dann vielleicht irgendwie unmenschlich ist oder sowas. Sondern das gilt gerade als etwas, was man überwinden muss. Ansonsten wird man der historischen Mission ja gar nicht gerecht. Doch was, wenn die historische Mission ein Verbrechen ist, das schief geht? Im Frühjahr 1945 überrollen die Panzer der alliierten Sieger Deutschland. In den befreiten Konzentrationslagern, wie hier in Buchenwald, finden sie viele Tote, aber nur wenige Täter. Über den Aufenthaltsort ihres Chefs wissen die KZ-Wärter ebenso wenig zu sagen wie ihre Opfer. Die Fahndung der Alliierten ist erfolglos. Nach der Kapitulation taucht Himmler unter. Anfang Mai wird er in einer Polizeikaserne in Lübeck gesehen. Danach verliert sich zunächst die Spur. Zur Tarnung rasiert sich Himmler im Untergrund sogar den geliebten Oberlippenbart ab. In Italien fallen den Amerikanern Himmlers Frau Marga und Tochter Gudrun in die Hände. Auch sie wissen nicht, wo Himmler ist und werden ihn nie wiedersehen. Gudrun Himmler engagiert sich nach dem Krieg in einer Organisation ehemaliger SS-Männer. Sie verkehrt bis heute in rechtsextremen Kreisen und hat sich von ihrem Vater nie distanziert. In seinem Versteck besorgt sich Himmler noch eine Augenklappe, eine leicht durchschaubare Tarnung. Hofft er wirklich, damit durchzukommen? Am 22. Mai wird seine Geliebte Hedwig Potthast von einem US-Offizier verhört,
Auch sie weiß nicht, wo Himmler ist, doch sie hat Gutes über ihn zu berichten. Er sei ein Idealist gewesen, der alles nur zum Wohle Deutschlands getan habe. Kann sie das wirklich glauben? Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt jemals wahrhaben wollte, was ihr Geliebter da tatsächlich gemacht hat, oder ob sie jemals zu dem Bewusstsein gekommen ist, dass das ein Verbrechen war, was er da getan hat, wenn sie es gewusst hat oder sich das eingestanden hat. Also ich kenne nur eine Aussage von der Familie aus den Nachkriegsjahren, dass sie ihn da immer noch als König Heinrich tituliert hat und ihn immer noch sehr verehrt hat, ihn keineswegs kritisch gesehen hat oder sich von ihm distanziert hat. 1957 heiratet Hedwig Potthast und beginnt ein neues Leben. Sie stirbt 1994 im Alter von 82 Jahren. Ihre Kinder nehmen den Namen des Stiefvaters an. Sie leben heute unerkannt in Norddeutschland und wollen das Geheimnis ihrer Herkunft mit ins Grab nehmen. Für Himmler wird es Mitte Mai 1945 immer schwieriger, sich zu verstecken. Als letzten Ausweg trägt er ständig eine Cyankali-Kapsel bei sich. Mit rasiertem Schnurrbart, Augenklappe und in falscher Uniform macht er sich schließlich auf den Weg nach Süden. Sein Ziel sind die Alpen. Am 21. Mai gerät er bei Bremervörde in britische Gefangenschaft, unerkannt. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er, der Millionen Menschen in Lager steckte, selber Häftling. Was geht in ihm vor? Ich glaube, dass man sein Verhalten in den letzten Wochen seines Lebens tatsächlich als einen Zusammenbruch beschreiben kann. Er ist weder in der Lage, noch einmal die letzten Machtmittel, die ihm noch verblieben waren, zu sammeln für einen letzten finalen Widerstandsakt. Noch ist er in der Lage, irgendeiner Weise eine Politik einzuschlagen, die aus seiner Sicht über das Kriegsende hinaus weisen würde, eine symbolische Geste zu unternehmen. Er versucht einfach, noch ein paar Tage länger zu leben, und er ist im Grunde genommen ratlos. Die Tarnung platzt. In einem Haus in Lüneburg kommt es am 23. Mai 1945 zum letzten Akt. Bei einer medizinischen Untersuchung soll Himmler den Mund öffnen, indem er die Cyankali-Kapsel versteckt hält. Im letzten Moment beißt er zu. 12 Minuten später ist Heinrich Himmler tot. Die Briten verscharren seine Leiche heimlich in einem Wald bei Lüneburg. Der genaue Ort ist unbekannt. Das Buch und das Hörbuch zur Reihe Geheimnisse des Dritten Reichs erhalten Sie im Handel und im ZDF Onlineshop.